Wenn es Nacht wird in Hessen, stehen die Polarlichter auf. Nur ganz selten sind sie auch bei uns zu sehen. Für viele Hobbyfotografen, wie unseren Tonkollegen Sascha, der Startschuss. Ich werde dort Abend wieder auf die Jagd gehen. In jedem Fall. Wie Polarlichter entstehen, welche Gefahr sie für uns haben können, aber auch wie man sie perfekt fotografieren kann, das ist heute das Thema. Bei der Hessenschau auf YouTube, euren exklusiven News aus Hessen. Wer Polarlichter fotografieren will, der braucht vor allem erstmal Geduld. Manchmal steht man abends in der Kälte bei miese, lausigen Temperaturen. Es wird nass, es wird kalt und man sieht gar nichts. Für das bloße Auge sieht der Himmel einfach nur dunkel aus. Für die Fotolinse dagegen ganz anders. Wenn man abends durch den Wald läuft, ist auch alles schwarz. Man sieht keine Farben und nichts. Wenn man da jetzt eine Langzeitbelichtung machen würde, sieht man gleich, dass der Wald grün ist. Dass wir überhaupt solche Farben und Lichter am Himmel bestaunen können, liegt an der Sonne. Knapp 5600 Grad heiß ist es auf deren Oberfläche. Doch immer wieder gibt es aus dem Inneren der Erde Sonnenwinde, die bis auf die Erde strömen. Manchmal werden sie sogar so stark, dass man von einem Sonnensturm redet. Die Wellen wirbeln dann bei uns auch die elektronisch geladenen Teilchen der Luft durcheinander. Die hochaufgeladenen Teilchen werden an die Pole geschleudert. Das Schöne für uns daran, die Polarlichter, deren Farben dabei mit dem Sauerstoffgehalt der Luft zusammenhängen. Aber es gibt auch das weniger Schöne. Denn wenn die Verwirbelungen zu stark werden, kann das auf der Erde große Auswirkungen haben. So ist 1989 wegen eines Sonnensturms in Kanada der Strom ausgefallen. Damit sowas nicht wieder passiert, hat man mittlerweile viele Satelliten um die Erde verteilt, die Informationen über Sonnenwinde beispielsweise zur ESA nach Darmstadt funken. Hier werden die Daten analysiert und das Risiko für die Erde berechnet. Die meisten Sonnenstürme sorgen auf der Erde aber nicht für Probleme, sondern vor allem für diese wunderbaren Lichter. Für deren Fotos man nicht mal Profi-Equipment braucht. Das geht auch ganz einfach mit der Handykamera. Das Problem ist, dass man ein bisschen länger belichten muss, bis zu 10, 20, 30 Sekunden. Und das aus der Hand zu halten, wird schon schwierig. Da braucht man entweder ein kleines Stativ. Da reicht auch für eine Handykamera ein Bodenstativ oder irgendwie was. Oder aufs Auto irgendwie abgelegt oder auf einen Laternenpfahl. Man muss halt länger belichten können. Das ist A und O. Ausprobieren kann man das am besten jetzt. Ja, heute Nacht bestehen insgesamt sehr gute Chancen, Polarlichter zu sichten. Und das Schöne, das Wetter spielt mit, es klart auf, es wird verbreitet, der Sternenhimmel sichtbar sein. In den Tälern bildet sich vielleicht ein bisschen Nebel, aber insgesamt ist es empfehlenswert, ein bisschen wegzugehen von den lichtverschmutzten Metropolen, also möglichst ländliche Regionen auf die Berge. Da hat man wirklich heute sehr gute Chancen. Und wer sie nicht zu sehen bekommt, für den bleiben die vielen tollen Fotos der Hobbyfotografen, wie beispielsweise Sascha. Denn der wird seinen Fotoapparat heute Nacht sicher wieder Richtung Firmament halten und es einfangen, das Himmelsspektakel der Polarlichter, wenn es Nacht wird in Hessen.